ein Empfehlungsschreiben. Mhm. Zumindest kann ich mir eine vorstellen. I'll do what thieves do best. Ein wahrer Dieb würde es einfach stehlen. Genau. Und jetzt kommt sie, die Wegeaktion von Therion. Stehlen. Nice. Das werden wir auch gut nutzen, denn es gibt den, ja, quasi geilsten Scheiß, den du mit, also für Charaktere auszurüsten, gibt's, wenn du stehlen machst. Oder es gibt noch eine andere Fähigkeit, dann kannst du die quasi auch bekommen, aber das kommt erst später. So, erstmal gucken, was hat er? 100% Chance, erleuchtender Ohrring, easy. Errungenschaft freigeschaltet, lange Finger. Oh, cool, alles kann ich holen. Ja, gönnen wir. Das ist auf jeden Fall eine der geilsten Funktionen, weil, ja, kann halt alles stehlen. Bestimmt bin ich ein toller Anblick, aber hört sofort auf, mir zu folgen, ja? Du hast es also bemerkt. Für Diebe verhaltet ihr euch nicht gerade unauffällig. Du bist wachsam als die meisten, mein Freund. Genau wie wir. Wir wissen, dass du wegen des Ravusschatzes hier bist. Wenn die Armee doch nur ein kleiner Hinweis auf den Wert des Schatzes ist, lohnt sich dafür jede Mühe. Und habt ihr diesen Schatz tatsächlich schon gesehen? Das brauchen wir gar nicht. Sieh doch nur, was sie alles treiben, um ihn zu sichern. Wachleute, Hunde, Fallen, egal was, sie haben es. Und ihr seid nur hergekommen, um mich zu warnen. Wie aufmerksam von euch. Hört zu, wir wollen dir einen Vorschlag machen. No thanks. Und meine Antwort lautet nein. Listen. Lass uns doch erstmal ausreden, Kumpel. Wir können uns gegenseitig behilflich sein. Yeah. Mein Freund hier war schon drin. Er hat ihre Fallen aus unmittelbarer Nähe gesehen. Teufel auch, beinahe wäre in einer hineinspaziert. Oi. Sei still, du hast gesagt, dass du das von niemandem erzählen würdest. Egal, alles ist gut gegangen und wir sind jetzt hier, also was sagst du? Ich lehne ab. Es wird nicht leicht sein, den ganzen Schatz allein zu tragen. Wir wollen deine helfende Hand sein. Mit deinem Dolch in den Rücken stechen. Nope. Ich habe schon zwei Hände. Das reicht mir. Damn you. Du denkst also, du bist was Besseres als wir. Ist es das? Ich bin ein Dieb, kein Kindermädchen. Say again? Ein mieser Schuft bist du, sonst nichts. Are we done here? Passt auf, ich habe keine Zeit, euch Hofnarren zu unterhalten. Ich habe Termine. Hey! Du gehst nirgendwo hin! Bye now. Geht mir aus den Augen. Yikes! Yikes! Geil! Yikes! Alles klar bei dir, Kuppel? Sag was! Kumpel. Flashback. Wieder ein Flashback. Oi! Diebe! Let none escape! Ihr kommt uns nicht! Das glaubt auch nur ihr! Partner. Darius, hier entlang. Verstanden. Person. Verdammt, wir haben sie verloren! Ja, natürlich. Find them! Sie können nicht weit gekommen sein. Sucht weiter.
Alright. Sie sind weg. Fürs Erste sollten wir sicher sein. Mhm. Das lief besser als erwartet. Ich wünschte, die hätten ihre dummen Gesichter sehen können. Ha, was haben die davon, wenn sie uns wie Kinder behandeln? Wir sind vielleicht kleine Fische, aber wir sind schlauer, als sie es jemals sein werden. Das kannst du laut sagen. Wenn wir uns zusammentun, kann uns keiner aufhalten. Sieh nur, wir haben mächtig Beute gemacht. Ja, ein ganz schöner Fang. Etwas mehr Begeisterung kannst du schon zeigen, Kumpel. Das gehört jetzt alles uns. Tja. Wir wussten, was wir wollten und wir haben uns eigenhändig genommen. Partner. Das ist die richtige Einstellung. Uns liegen alle Schätze der Welt zu Füßen. Partner. Wenn du es meinst, Freund. Das freut. Das tue ich. Wir werden die größten Gauner aller Zeiten. Du wirst schon sehen. Flashback zu Ende. Die haben direkt Schiss gekriegt. Darius. Ja, was ist da nur passiert? Keine Zeit für Gefühlsduseleien. Ich muss an ein solches Schreiben kommen. Ja. So, Mister, ich brauche Ihre Habseligkeiten. Energiegranatapfel, geil. Regeneriert BP eines Verbündeten. Ja. Das ist nicht immer 100%. Eine Rebellenaxt. Oh, das ist ein Questgegenstand. Speer der Gerechtigkeit. Ist auch ein Questgegenstand. Da ist die Bar. Ah ja. Wenn du erstmal so lange im Geschäft bist wie ich, wird sich der Rabosklaven um deinen Besuch reißen. Alles eine Sache der Erfahrung. Time to get to work. Mein Glück, dass du keine Erfahrung darin hast, dich in Bescheidenheit zu üben. Da haben wir unseren Händler. Da gönnen wir uns natürlich. Ach Leute, das ist der Händler von eben, okay? Prozent, ja, easy. Tschüss. Now then. Damit sollte ich hineinkommen. So, und jetzt haben wir quasi. Jetzt seht ihr ja Cyrus und Theron da stehen. Jetzt sind wir quasi in die Stadt gekommen. Und er möchte in das Anwesen rein. Und jetzt begleiten wir ihn erst. Jetzt geht das erst richtig los mit den Doppelgruppen. Was? Ihr seid auf Zusammenarbeit erpicht? Ihr? Mit mir? Ziel ist das Haus Ravus. Seid nur still und lauft mich im Weg um, ja? Tyrion hat sich der Gruppe angeschlossen und jetzt sind wir auch zu zweit. Ja, 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 ja.
Whee! Jetzt sind wir zu zweit. Jetzt können wir auch beide Wegeaktionen ausführen. Seht ihr, jetzt haben wir hier die Lupe und die Hand. Sehr schön. Jetzt geht's erst, ja, richtig los. Jetzt haben wir auch unser Inventar. Ja, deswegen konnten wir eben die Sachen nicht ausrüsten. Haben wir hier was Neues? Nee. Spitzer Dolch. Da haben wir noch das obskure Messer. Ach, der gibt Ausweichen, ne? Und vergiftet das Ziel. Ja, okay, dann brauchen wir das obskure Messer nicht. Das haben wir zwar extra gekauft für ihn, aber... Er wird auf Ausweichen gespielt. Das weiß ich auch noch. Wunderschild habe ich dir gekauft und ein... den Händler zu geben. Ich muss mal kurz was trinken. Verzeihung, meine Herren. Ich möchte die Familie Rafus treffen. Würdet ihr bitte meine Ankunft melden? Hui. Nein, heute empfangen sie niemanden. Also geh nach Hause. Das ist wohl kaum eine angemessene Art, einen Gast zu begrüßen. Vielleicht sollte ich es noch einmal anders versuchen. My sincerest apologies. Erlaubt mir bitte, mich vorzustellen. Ich bin ein bescheidener Händler. Du, ein Händler? Das ist nicht Lache. Man sollte niemanden nach seinem Äußeren beurteilen. Tatsächlich war es schon sogar die Familie Ravos selbst, die mich herbestellt hat. Und ich bezweifle, dass eure Dienste länger benötigt werden, wenn sie hören, dass ich abgewiesen wurde. Bestellt? Du? Glaubst du wirklich, dass wir auf diesen Quatsch abnehmen? Auf diesen Quatsch reinfallen? Abnehmen? Keine Ahnung. Wenn wir nur ein Blatt für jeden Dieb bekommen würden, der uns ein Märchen auflegt, wären wir ebenso reich wie die Familie Ravos. Da das aber nicht der Fall ist, sind wir hier, um ihre Reichtümer immer von Schündern wie dich zu schützen. Du hast wohl gedacht, du könntest uns an der Nase herumfüllen, was? Wenn du das nächste Mal bestellt wirst, solltest du an dein Schreiben denken. Ach ja, richtig. Ihr meinte dieses Schreiben, richtig? Was? Wie bist du denn daran gekommen? Das muss eine Fälschung sein. Desperate times. Außergewöhnliche Umstände erfordern außergewöhnliche Maßnahmen. Wenn ihr noch immer nicht überzeugt seid, dann kann ich wohl nicht mehr viel tun. Ich werde jetzt gehen. Aber ich werde diese Familie Ravos darüber informieren, was hier vorgefallen ist. Ich bin gespannt, wie sie auf diese Schädigung meines Rufes reagieren werden. Hold on. Wartet, Herr. Wir tun doch hier nur unsere Arbeit. Ja. Ihr dürft herein. Easy peasy. You have my gratitude. Vielen Dank, meine Herren. Ich werde von einer Anzeige absehen. Now then. Und jetzt beginnt der eigentliche Spaß. Oh. Ein offenes Fenster. Ich schleiche mich einfach durch dieses Fenster hinein.
Die Musik war auch so geil, so also richtig so diese Troll-Musik. Oh. Hey. Ah, danke schön. Will mal studieren. 80. Nice. Ist die Kiste. Also hier ist noch kein Monstergebiet. Kann ich eigentlich da rein? Achso, ich kann nicht weiter. Ich kann nur in das Fenster rein. Okay. Jetzt sind wir im Haus und jetzt gibt es Gegner. Ja. Ist schon ein bisschen seltsam, dass im Haus Gegner sind, aber ja. Ich hätte vielleicht erst oben rumgehen sollen. Wir rennen mal. Es kommen eh gleich Gegner. Can't we settle this like gentlemen? Eine Wache, warum auch immer die uns angreift. Weil wir wahrscheinlich durchs Fenster reingekommen sind. Okay, ja, mach mal mit deinem Stab. Okay, nix. Dolch werden die wahrscheinlich haben. Ja, muss sein. Die Fertigkeit, was hast du denn? Stehlen? Lauffeuer. Ja, mach einfach Angriff. Ja, easy. Auch keine FP zu verschwenden. Brauche ich nicht. Kann ich eigentlich Fähigkeiten? Yo, Cyrus kann eine neue Fähigkeit. Ja, dann würde ich hier Feuersturm oder Blitz? Ja, komm, Feuersturm. Neue Hilfsfertigkeit erlernt. Ah ja, stimmt. Ihr könnt nun Hilfsfertigkeiten aus dem Fähigkeitenmenü auswählen. Ja, bitte, bitte, bitte. Da, Hilfsfertigkeiten, nice. Bist du dann mit Hilfe, um im Kampf einen Vorteil zu haben? Ja, okay. Er hat Ausweichmanöver. Ist diese Fähigkeit beim Gruppenmitglied ausgerüstet, halbiert sich die Zahl der zufälligen Feldbewegungen. Das ist eine Sache, von der ich, gesagt habe. Das ist eine, damit wir weniger Gegner treffen. Er hat natürlich noch keine. Er kann ja noch nicht mal eine Fähigkeit lernen, ne? Nee. So, nur noch die Hälfte an Gegnerbewegung. Das ist schon mal sehr gut. Ach, da komme ich auch gar nicht vorbei, sehe ich gerade, ja. Gott, das ist schon so viel besser, ne? Das ist schon so viel besser. Time to teach you a lesson. Was hast du denn noch? Schwert? What is the logical course of action? Das weiß ich nicht. My turn. Er hat ja auch ein Schwert. Das Schwert ist aber Schmu, glaube ich. Out of my way. Out of my way. Ja, hier Boost. What is the logical course of action? Ja, einfach that mit. Ends your lesson. Ohne FP spielen. Ja, ein bisschen FP saven. Okay, hier ist nix. Hier ist auch nix. Und da oben muss ich rein, okay. Ist hinter der Treppe was? Nö. Ist auf jeden Fall schon so viel besser, einfach nur. What is the logical course of action? Easy. And that's that. Ich verstehe zwar gerade wohl nicht, warum die Gegner so einfach sind. Also das habe ich jetzt nicht erwartet, tatsächlich. Okay, wir haben auch einen geilen Dolch, ne? Könnte daran liegen. Okay, hier ist nichts mehr. Okay. Da oben ist eine Firion-Truhe. Sieht man halt immer, wenn da so ein lila Dings ist, ne? Also wenn die so lila ist. Oh, ein neuer Gegner. Ach nee, den kennen wir schon. Ja, okay. Einfach so, easy.
My turn. Ah, easy. You should have studied harder. Schön. Ich mache jetzt auch hier relativ alle Kämpfe, weil Firin halt gelevelt werden sollte. Nochmal 800 Money. Nice. Ich bleib mal unten. Hier ist nix. Und da ist eine Firin-Truhe. Windtracht. Oh, schön. Brauchen wir zwar nicht, aber... Oh, eine neue Gegner. Der wird wahrscheinlich... Kein Deutsch? Ah, der wird Schwert haben wahrscheinlich. Out of my way. Nicht? Okay, das ist krass. Ah, der wird Feuer haben. Ja. Die Gegner müssen eigentlich immer eine Schwäche haben. Also zumindest im Hauptkapitel. Die müssen immer eine Schwäche haben von dem Hauptschar, der gespielt wird. Deswegen, es musste irgendwas von Theorin sein. Weil sonst wäre es ja, das wäre ja ein bisschen unfair, ne? You should have studied harder. Theorin wieder Level up, schön. Wir rennen auch hier gut durch. Ah, da geht's rein. Hier ist aber nix. Was ist das? Okay, nix. Hätte sein können. Heiltraube. Hier geht's wieder runter, okay. I've done my research on you. Oh ja, zwei Gegner. Ja. What next? Ich breche mal beide und dann mach ich mit. Out of my way. Jetzt Cyrus einfach. Mal ein Feuerball. Reicht. Für die Gegner reicht das. Not bad. A passing. Du-du-du-du. Und diesmal bleibe ich oben. Okay, oben war der richtige Weg. Belebende Nuss. Oh ja, die Nüsse. Hier. Erhöhen kritische Trefferquote. Er wird ausweichen. Das ist schon mal sehr gut. Das gebe ich Therion. Belebende Nuss. Das kriegt Cyrus. Maximale GP. Eigentlich auch Cyrus. Kritisch kriegt noch Therion. So. Damit wir die mal verwendet haben. Baumus. Achso, das sind. Geringfügig GB heilen. Okay. Noch ein bisschen. Das sind permanente Stats, die wir durch die Nüsse bekommen. Deswegen mache ich das immer gerne. Da ist noch eine Truhe. Oh, hier ist noch ein Händler. Ich kann nicht vorbei. Achso, ich kann bei dem verkaufen, ja. Oh, wait. Warum habe ich das denn noch nicht ausgerüstet? Was hast du denn so? Ah, du hast nur so Heil-Items. Ja, okay. Warum habe ich das denn bei ihm noch nicht ausgerüstet? Breitschwert. Nur ein Dolch. Nein. Die schwarze Tracht ist nicht besser als die Wind... Also die Windtracht ist... Ja, ja. Er braucht nämlich Ausweichen, deswegen... Tempo ist natürlich auch für ihn sehr, sehr gut, aber ich will eigentlich, dass er mehr Ausweichen hat. Ringe haben wir auch nichts. Schild, Eisenhelm. Dann verkaufen wir mal die ganzen Scheißsachen. Also wirklich die hier, langes Schwert, das ist Schmu. Ne, das ist noch gut. Der normale Dolch, weg. Obskures Messer brauchen wir auch nicht. Eisenachs behalte ich. Kompositbogen behalte ich auch. Faustschild ist Schmu. Lederhut ist Schmu. Lederweste ist Schmu.
Der Rest, den können wir behalten. Ja, okay. Dann können wir eigentlich speichern. Sind schon Stufe 8 mit Cyrus. Ah ja, und Fähigkeiten erlernen, ne? Ah, er braucht noch einen Kampf. Da ist aber schon der Raum. Ah, hier kommt noch ein Kampf. Perfekt. Wir brauchen unbedingt noch mindestens eine Fähigkeit von ihm. Ah, schön. 2 LBP hat er nur gebracht. Ich muss auf jeden Fall jetzt noch kurz farmen hier. Ich hoffe, dass nochmal 2 Gegner kommen. Komm schon. Okay, die Gegner sind natürlich reduziert, ne? Mit Cyrus Fähigkeit. Da endlich. Warum mach ich denn den? Nein, das war doof. Egal. Not bad. A passing. Ja, 5 LBP. Das hat gereicht. Weil ich hätte gerne eine Fähigkeit von dem lieben Therion gerne freigeschalten. Und zwar den GP-Dieb. Oder den FP-Dieb. Ah, nee, ich bleib bei GP. Ich glaube, das ist sehr gut. So. Das ist eine geile Attacke auf jeden Fall. Und ja, dann können wir eigentlich nochmal ganz kurz speichern, damit wir das gesaved haben. Falls wir sterben beim Boss, das kann ja auch sein, ne? So, und hier sind wir schon. Ist da noch eine Kiste? Nein. So, this is the amazing treasure everyone is talking about. Das ist also der fantastische Schatz, von dem alle reden. It looks like an ordinary gemstone. Sieht für mich wie ein gewöhnlicher Edelstein aus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er allzu viel wert ist. The jewel before you is worth more than your mind. Dieses Juwel ist mehr wert, als ihr mit eurem Verstand jemals ermessen könnt. Hä? Wer hat das gesagt? Wer bist du? Eure Unfähigkeit, das zu erkennen, ist, gelinde gesagt, erschreckend. Who the hell are you? Wer zum Teufel seid ihr? Not just anyone can sneak up on me. Viele können sich einfach so an mich heranschleichen. I should be the one asking. Eigentlich sollte ich euch diese Frage stellen. Not just anyone. Schließlich hat es noch kein anderer geschafft, so weit in das Haus einzudringen. You won't get answers by stroking. Mit Schmeicheleien werdet ihr keine Antwort aus mir herauskitzeln. I meant it as das war nur als aufrichtiges Lob gemeint. Allow me to congratulate Erlaubt you mir, euch zu gratulieren. Ihr seid der erste Dieb, der es bis hierher geschafft hat. You say it as if you Hört sich an, als ihr nur darauf gewartet hättet, dass das passiert. Just so. Richtig. Genau aus diesem Grund haben wir unsere Sicherheitsmaßnahmen derart ausgeweitet. Die Musik ist sehr laut. Wir waren sicher, der Dieb, der diese Herausforderung nicht annimmt, hat seinen Namen nicht verdient. Go on. Fahrt fort. To this end, we even Dafür haben wir sogar den Wirtshauswirt eingespannt. His job? Seine Aufgabe, vielversprechende Diebe zu finden und seine Geschichten über das Anwesen zu auszudenken. Mit anderen Worten, ihr habt Diebe bewusst zu dem Versuch verleitet, dieses Anwesen auszurauben. Ich würde es eher als einen Appell an ihre innere Naturell bezeichnen. An ihr inneres Naturell, keine Ahnung.
Der große Schatz des Hauses Ravus, bewacht von einer regelrechten Armee. Welcher Dieb würde sich schon diesen Ruhm und Reichtum entgehen lassen? Wir hatten große Hoffnungen, wurden aber ständig enttäuscht. Doch jetzt hat sich endlich jemand als würdig erwiesen. Das hätte ich ahnen müssen. Und doch habt ihr es nicht. Ich bin sehr froh über euren Mangel an Weitsicht. Und wo ist jetzt der Haken? I need not explain that to you. Das muss ich euch doch wohl nicht erklären. Allow me to introduce myself. Erlaubt mir hier, mich vorzustellen. Mein Name ist Heathcote. I am a butler. Ich bin ein Diener des Hauses Ravus. You expect me to believe in ordinary butlers? Ihr erwartet doch nicht von mir zu glauben, dass sich ein gewöhnlicher Diener an mich heranschleichen kann. Wie auch immer, wer ihr seid, tut nichts zur Sache, denn ich verschwinde nun von hier. Wenn ihr mich jetzt entschuldigen würdet, auch wenn ich euch enttäusche, das werde ich nicht. Boah, guck mal, wie cool er aussieht. Sieht ein bisschen aus wie Geralt von Riva in einem schönen braunen Anzug. Könnte echt sein, oder? Könnte echt Geralt sein. Der gute Geralt. So, damit geht der Bossfight los. Boosten, ja.
muss boosten, sonst geht's nicht. Ja. Der muss jetzt down gehen. Feuersturm. Wenn ich Eis mache, kann ich den Feuersturm nicht mehr einsetzen, deswegen. Ballern. Und er ist auch schon besiegt, ja, okay. Das ends your lesson. Nice. 30 XP, schön. 33. Ging relativ gut, ne? Also mit Cyrus und Theron echt ein gutes Team. So, you can hold your own in battle as well. Kämpfen könnt ihr also auch. It seems I underestimated you. Offenbar habe ich euch ein bisschen unterschätzt. Aber nur ein bisschen. That makes two of us. Was that a part of your butler training? Da sind wir schon zwei. Gehört das zur Ausbildung eines Dieners? I see you still have some reservations about my true profession. Wie ich sehe, habt ihr immer noch Vorbehalte bezüglich meines wahren Berufs. Though I'm sure my Obgleich ich sicher bin, dass mich auch mein Sieg hier nicht glaubhafter macht. Dein Sieg? Your victory? Your victory? Ja, jetzt habe ich das auf Englisch gesagt. Euer Sieg? What in the... Was zum... Any thief worth his salt should Jeder recognize Dieb, that der band. Etwas auf sich hält, sollte diesen Armreif erkennen. The mark of das Zeichen convict, des Überführten. Bangle, as some call it. Der Narrenarmreif, wie ihn manche nennen. Undeniable proof der unwiderlegbare Beweis für den beschämenden Patzer eines Diebes. Get this off of me. Macht ihn wieder ab. I do not take my ich orders fürchte, from you. Auch das kann ich nicht. I've attached it ich habe ihn aus gutem Grund an eurem Arm befestigt. If anyone Jeder, is to see it, der ihn sieht, erfährt auf diese Weise von eurem heutigen today. Scheitern. You. Also ihr. However, I imagine Allerdings glaube ich, dass ihr zu stolz seid, um euch damit blicken zu lassen. And that makes Ein besseres Druckmittel für Verhandlungen gibt es nicht. Ah, Druckmittel, ich verstehe. Negotiations. Verhandlungen. Oh, wer bist du denn? You may have broken into my home. But for now, ihr seid in mein Heim eingebrochen, doch für den Augenblick werde ich über eure Impertinenz hinwegsehen. Oh, great. Na toll. More company. Noch mehr Gesellschaft. Pardon my belated introduction. Verzeiht, dass ich mich erst jetzt vorstelle. My name is Cordelia Ravis, is Cordelia and Ravus, I am the lady of the house. Und ich bin die Dame des Hauses. Regards to your decorator. Dann beste Grüße an euren Inneneinrichter. Mit Fallen kennt er sich gut aus. Allow me to explain. Erlaubt mir das zu erklären. The treasure you are after Der Schatz, auf den ihr auf seid, besteht aus Familienerbstücken, die als die Drachensteine bekannt sind. You don't say. Was ihr nicht sagt. The Dragonstones have been in my family Die Drachensteine for befinden sich seit Generationen im Besitz meiner Familie. Wait, Dragonstones? I see one. Drachensteine? Ich sehe nur einen. Yes. Ja. Once there were more. Einst waren es mehr. But the stones were Aber die Steine wurden während the des Durcheinanders gestohlen, das nach dem Tod meiner Eltern herrschte. Fortunately, Glücklicherweise konnte Heathcote den Saphir-Drachenstein zurückholen. What touching devotion. Was für eine herzzerreißende Hingabe. Sollte ich an dieser Stelle zu Tränen gerührt sein? Perhaps, once you understand Vielleicht, your place sobald ihr wisst, story. Welche Rolle ihr in diesem Stück spielt. If you collect the three ihr werdet nämlich stones, den Reif an eurem Arm erst dann wieder los, wenn ihr die drei übrigen Steine zurückholt. So, this was your plan all along. Dann war das also die ganze Zeit euer Plan. Yes, ja, but please understand, aber versteht bitte, I had no choice. Dass ich keine andere Wahl hatte.
Well, aren't you too clever? Ganz schön raffiniert, ihr zwei. Setting a thief to catch a thief. Ein Dieb einsetzen, um einen Dieb zu fangen. Don't thieves often say, the ensnared has only himself to blame. Schuld findet der Gefangene nur bei sich selbst. Yeah, they do. Ja, das sagt man. For a butler, you sure Dieber know a lot about thieves, old man. Ziemlich viel über Diebe, alter Mann. I dare not bore you with my story. Ich will euch nicht mit meiner Geschichte langweilen, wenn gerade Wichtigeres zu tun ist. Werdet ihr erledigen, wozu Fräulein Ravois euch beauftragt hat, junger Dieb? Falls ihr ablehnt. I'll do the job. Ich werde es tun, Mann. Excellent. Ausgezeichnet. Dann bitte ich, dass eure Reise von Erfolg gekrönt sein wird. Ja, und jetzt, ja. Oh, you're back. Ah, du bist zurück. With a tale to tell, too. Und mit einer Geschichte noch I'll dazu. For a drink. Für ein Getränk erzähle ich sie. Afraid I don't deal in that. Ich fürchte, diese Währung akzeptiere ich nicht. Listen. Ich komme geradewegs vom Ravos Anwesen. Ich hatte ein reizendes Gespräch mit einem Typen namens Heathcote. Vielleicht kennst du ihn. Ich habe dich gewarnt, dorthin zu gehen. War denn alles so, wie du es erwartet hast? Das und mehr. Ich bin jetzt furchtbar durstig. Ich werde wohl zwei Gläser brauchen, diesen üblen Geschmack im Mund wieder loszuwerden. Dann sollst du sie haben. Ja, und das war die geile Therion-Story. Ja, wir müssen jetzt Drachensteine suchen. Die werden auch später nochmal im Spiel wichtig. Ich kann mich da an eine Sache erinnern. Oder zumindest, also die... Okay, das sage ich jetzt einfach nicht. Nee. Sage ich später. Mr. Therion! Herr Therion! Mr. Therion, Herr Therion, wait. Bitte wartet. Was denn jetzt schon wieder? Ich bin gekommen, um euch zu verabschieden. Da ihr auf mein Geheiß hin aufbrecht. Ich erfülle lediglich meinen Teil der Abmachung. Nicht mehr und nicht weniger. Das verstehe ich ja, aber... Er hat recht, Herrin. Es handelt sich lediglich um eine Abmachung zwischen uns und einem geschickten, aber kurzsichtigen Dieb. Exactly. Genau. There is something you should know before you go. Eines solltet ihr wissen, bevor ihr aufbrecht. As you saw, ihr habt ja gesehen, dass ich mit dem Saphir-Drachenstein ein blaues Exemplar zurückgebracht habe. Die übrigen drei Drachensteine sind Rubin, Smaragd und Gold. Jeder nach seinem Glanz benannt. Ja, entfernt diesen Reif, wenn ich sie alle für euch stehle und zurückbringe. Darauf gebe ich euch mein Wort. Euer Wort? Na, das klingt ja vielversprechend. Habt ihr eine Ahnung, wo ich mit der Suche beginnen soll? Angeblich soll ein Gelehrter in Edelhof den Rubin-Drachenstein erforschen. Edelhof? Na toll, da passe ich ja hin. Mr. Therion! Herr Therion! What is it this time? Was ist denn jetzt schon wieder, Mann? Please. Bitte, passt da draußen auf euch auf. Ha.
Did I say something amiss? Habe ich etwas Unpassendes gesagt? Never thought a man of my talent. Ich hätte nie gedacht, dass meine Fähigkeiten jemals für... Ach, schon gut. Ihr habt eure Steine bald zurück. Überlasst das Stehlen nur mir. Und so brach Therion auf. Seine Mission, die er voller Groll akzeptierte, lautete, die drei verbleibenden Drachensteine des Hauses Ravos zu beschaffen. Um so das Schandmal auf seinem Arm vielleicht wieder loszuwerden. Er wusste nicht, welches Schicksal ihn erwartete. So, das war's. Nice. Errungenschaft freigeschaltet. Aufbruch. Freiheit. Ja. Und ich bedanke mich fürs Zusehen und wir hören und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit dem nächsten Char oder Kapitel 1 eines neuen Charakters. Ja, bis dahin, haut rein und tschüss.